Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Der Deutsche Leitindex hat einen starken Monat Mai hinter sich. Fast 7% ging es für den DAX nach oben. Auch die vergangene Woche lief gut. Erst am Freitag, da endete eine Serie von 5 Gewinntagen in Folge. Blicken wir direkt nach Frankfurt an dieser Stelle zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke. Guten Morgen. Franzi, wie könnte der DAX denn heute in den Juni starten? Ja, einen schönen guten Morgen. Das verlängerte Wochenende, das hat die Anleger natürlich dazu gebracht, dass man eben vor dem Wochenende erst einmal wieder Gewinne realisiert, zumal wir ja eben seit dem März-Tief rund 40% an Boden schon gut gemacht hatten. Und die geopolitischen Spannungen zwischen USA und China als auch die Hongkong-Problematik natürlich weiterhin ein Thema. Wirft man jetzt einen Blick auf die Vorgaben, dann sieht das freundlich aus von Seiten der asiatischen Märkte. Nikkei und Hang Seng im positiven Bereich unterwegs, der Shanghai Composite moderat schwächer, und beim Dow, da war es gestern zum Wochenauftakt so ein hin und her gerissen sein, am Ende dann ein moderates Plus von 0,4%. Der DAX, der wird heute aber sehr schwungvoll erwartet. Wir rechnen damit, dass wir fast 3% fester in den Handel starten könnte, und das würde bedeuten, dass es über die 11.900 Punkte Marke geht. Innerhalb dieser Woche vor allem dann die EZB-Sitzung im Fokus, aber auch der große US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Dann vielen Dank nach Frankfurt, Franziska. Ja, nach diesem Ausblick auf den Handelstag folgt an dieser Stelle unsere Marktidee. Heute ist dies Symrise. Für die Aktie von Symrise lief es zuletzt sehr gut. Das Papier legte in den vergangenen Wochen kräftig zu und näherte sich wieder dem alten Rekordhoch. Damit der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch gelingt, musste Kurs allerdings noch eine wichtige technische Hürde überspringen. Wenn Sie wissen möchten, wo sich diese Hürde befindet, dann lesen Sie das Ganze nach in einer ausführlichen Chartanalyse zu Symrise unter www.ideas-daily.de. Und Sie mögen, sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Bis dahin, schönen Handelstag, auf Wiedersehen.